Herzlich willkommen zum diesjährigen 1. Mai. Das Coronavirus macht auch vor dem Tag der Arbeit keinen Halt. Und so begegnen wir uns leider nur virtuell. Die Auswirkungen und Folgen der Pandemie sind hart und werden uns noch lange beschäftigen. Eins aber hat diese Corona-Krise deutlich gezeigt, nämlich die Bedeutung der Arbeit, die täglich geleistet wird und zwingend ist für unseren Alltag. Doch die Gesellschaft nimmt viele Dienste einfach als gegeben wahr. Die Arbeit der Pflegenden in der Langzeitpflege oder den Spitälern, die der Pösteler, die der Frauen und Männer, die täglich die Regale in den Läden wieder auffüllen, die der Betreuerinnen in den Kitas und die der Lehrpersonen. Das sind systemrelevante Arbeiten, das ist Service Public. Nicht in erster Linie Fluggesellschaften oder Banken. Jetzt endlich wird die Arbeit dieser Menschen wertgeschätzt. Aber Klatschen alleine, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Klatschen alleine genügt nicht. Viele dieser Berufe werden schlecht entlöhnt, das müssen wir ändern. Aber dann muss die Gesellschaft, dann müssen wir alle auch bereit sein, für gewisse Dienstleistungen etwas mehr zu bezahlen. Die Gewerkschaften werden für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen, wie sie das schon bisher getan haben. Mit eurer Unterstützung. Denn das bedeutet Solidarität jetzt und für die Zukunft und für überall auf der Welt.